Hallo zusammen, hier ist euer Gotti, diesmal nicht von Gotti Lifestyle, sondern Pound for Pound. Und mehr oder weniger ist dies das Kanaleröffnungsvideo. Dazu gibt es einen guten Anlass, nämlich meine Masseaufbauphase. Ich beginne nun meinen Körper zurückzugewinnen, muss ich ja sagen, da bei mir alles irgendwo im Memory-Bereich stattfindet. Sprich, der Körper weiß, da war schon einmal mehr und ich hole nur mir die vergangenen Funde wieder zurück und vor allem wieder die Bestform zurück. Für mich ist die Bestform die, wo ich nicht Adern auf den Bauchmuskeln sehe, sondern die Bestform vor allem, wo ich eine verdammt gute Mischung habe, mit der ich im Spiegelbild am ehesten zufrieden bin, zwischen einer geballten Masse, für meine Verhältnisse, und einer guten Definition, sprich so 10-11% Körperfett, sodass man die Bauchmuskeln definitiv sieht, aber dass die Muskeln alle noch proppe und schön rund wirken und das Ganze natürlich nicht im Wettkampfmodus. Das Ganze werdet ihr hier verfolgen und ich werde euch ständig Videos aus dieser Massephase liefern. Wie ich diese gestalte, das werden wir jetzt vor allem im Grundlegenden besprechen. Und da geht es, wie der Titel schon sagt, vor allem um ein leicht vergessene, wie soll ich es nennen, Technik, Disziplin, Strategie, einen Entwurf kann man sagen, der früher öfters erwähnt wurde noch, ich möchte nicht sagen im Oldschool Bodybuilding, wie man es ja mittlerweile nennt, aber quasi so in dem Literatur Bodybuilding von vor ungefähr 15 Jahren, mit dem ich groß geworden bin, bevor vor allem YouTube die Bildung im Bodybuilding übernommen hat. Und das ist der Begriff des Makrozyklus. Ich arbeite sehr streng mit Makrozyklus und Makrozyklen, sobald ich mehr als 3 Monate im Prinzip trainieren kann oder eine längere Periode von Trainingseinheiten einfach vor mir habe. Das ist jetzt der Fall. Ihr werdet damit in diesem Video erfahren, was Makrozyklus überhaupt ist und warum das Sinn macht. Und das ist nicht etwa graue Theorie, sondern das hilft euch dabei, vor allem schnell und effizient an eure Leistungsziele zu kommen. Zunächst aber einmal ein kleiner Abstecher. Ich habe zum allerersten Mal wieder seit langer Zeit die Gelegenheit, kontinuierlich zu trainieren. Also mehr als 3-4 Wochen am Stück. Das letzte Mal war sage und schreibe Juni, beziehungsweise vor dem Juni, dass ich mal längere Zeit hintereinander und länger heißt bei mir gerade mal maximal 2 Monate trainieren konnte am Stück. Das passiert bei mir äußerst selten. Auf Gotti Lifestyle bekommt ihr das mit. Es ist hauptsächlich wegen der ganzen Reisen und die zweite Jahreshälfte in diesem Jahr war vor allem den Reisen verschrieben, sodass ich nur zwischendurch temporär trainieren konnte. Das kennt ihr selbst, da ist jetzt nicht unbedingt irgendein Leistungsanstieg zu erwarten, sondern höchstens halten, 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 bis die nächste Reise kommt, dann verlieren, halten, 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 verlieren, halten, verlieren, 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 halten, halten, verlieren und so weiter. Und das Ganze endete nun Ende des Jahres. Vor ungefähr 2 Wochen kam ich zurück von all den Reisen. Dazwischen waren mehrere einmonatige Abstecher in Entwicklungsländern, wo natürlich nichts gehalten werden konnte, sondern alles nur verloren wurde. Das hat nun ein Ende und ich freue mich so richtig darauf. Mein Bodybuilding-Herz geht auf, dass ich nun endlich mal wieder ganz gezielt trainieren kann. Sprich, einem Trainingsplan wirklich hinterher eifere. Und jetzt beginne ich eben diesen Makrozyklus und damit den ersten Trainingsplan von vielen aufeinanderfolgenden Trainingsplänen und habe ein klares Ziel. Am 14.02., also am 14. Februar, möchte ich wieder meine alten Ausmaße haben, für die ich vor allem bei Filmemacher Deutschland bekannt bin, wenn man mich dort in den ganzen Videos gesehen hat und in den Live-Schaltungen. Das ist recht charakteristisch, dass einer von den beiden Machern von Filmemacher Deutschland derjenige ist mit dem Kreuz. Und genau dieses Kreuz will ich natürlich niemandem vorenthalten und damit dort wieder aufwarten können. Das heißt, ich habe ein ganz genaues Ziel, das ich fokussiere, dass ich jetzt in 6 Wochen on top sein muss. Es kann sein, dass ich zwischendurch wieder kurz für ca. 10, 14 Tage im Ausland bin. Das stört das Ganze natürlich, aber trotzdem werde ich den Fokus nicht verlieren und weiß, am 14.02. ist meine Deadline und da muss ich es wieder hinbekommen haben. Ich halte es immer für enorm wichtig, genau solche Teilziele zu haben. Nicht jeder von uns und wahrscheinlich sogar die wenigsten sind Wettkampf-Bodybuilder. Die haben ein klares Ziel, die müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sich einem Wettkampf hingeben und das ist natürlich enorm motivierend. Andere müssen sich das anders holen. Es ist recht bekannt geworden, vor allem durch unsere YouTuber-Generation im Fitnessbereich, dass diese nicht das Wettkampfleben ausgelebt haben und deswegen einen Stichtag hatten, an dem sie perfekt aussehen mussten auf der Bühne. Nein, sie haben sich dann so etwas genommen wie Fantreffen oder Expos, allen voran die FIBO. Und dadurch wurde ganz bekannt, dass sie versucht haben,
über mehrere Wochen, Monate und vielleicht sogar das ganze Jahr in Topform zu diesem Ereignis zu kommen. Das haben ganz normale Wettkampf-Bodybuilder nicht. Die würden sich durch eine Expo nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und nicht von ihrer Massephase abbringen lassen. Deswegen sieht man die dann meistens in der etwas dickeren Masseaufbauphase. Aber wir da draußen brauchen natürlich jenseits von einer FIBO oder einem Wettkampf und damit der Bühne auch unsere Motivation. Und das sollten immer solche Ziele sein. Und diese Ziele hatte ich in meinem ganzen Leben. Zum Beispiel eine bestimmte Geburtstagsfeier, von der ich wusste, hey, in 5 Wochen kommst du dahin und dann möchte ich top aussehen. Oder die Hochzeit von jemandem. Oder ein Urlaub, den ich bestreite und wusste, hey, in 9 Wochen ist Urlaub, da möchte ich mit maximaler Masse hin. Und dergleichen. Genau so motiviert man sich am besten. Denn wenn alles einfach nur offen ist und man weiß, oh, ich trainiere einfach nur jetzt ganz lange, um dann möglichst viel Masse zu haben. Das ist so undefiniert, dann kann man natürlich auch mal eine Trainingseinheit auslassen. Was soll's, man hat ja noch... weiß ich nicht, wie viel vor mir. Wenn du aber weißt, in 9 Wochen muss es on top sein und das bedeutet, du hast 9-mal die Möglichkeit, die Brust zu trainieren und zum Wachstum zu reizen oder 9-mal den Rücken, 9-mal den Bizeps, 9-mal die Beine, was auch immer, dann ist es ziemlich schwerwiegend, wenn du auch nur eine Einheit ausfallen lässt, denn dann sind das mehr als 10% des Wachstums, auf den du verzichtest. 10% ist eine ganze Menge. Gut, aber dazu wird mal irgendwann ein eigenes Video kommen. Kommen wir jetzt dazu, wie ich das mache. Vor 2 Wochen habe ich ungefähr begonnen, im Fitnessstudio schon mal zu rüffeln. Und das ist für mich immer so eine Vorladezeit. Das heißt, vor allem nach langen Reiseperioden ist es so, dass ich erstmal wieder darum sorgen muss, dass Wasser zurück in den Körper kommt. Das kommt einfach durch die Muskelanstrengung, dass ich nicht übertreibe, weil ich werde so oder so Muskelkater bekommen. Angenommen, ich würde eine Session machen, in der ich nur 3 Sätze Bankdrücken mache. Ich würde Brustmuskelkater haben. Oder in der ich sogar nur Liegestütze mache. Ich würde Brustmuskelkater haben. Einfach, weil der Muskel schon so lange nicht mehr dieser Belastung ausgesetzt war. Deswegen versuche ich so schnell es geht, diese Überreizung loszuwerden. Dazu muss man also nicht bis zum Letzten gehen und streng fokussiertes und hochvoluminisiertes Training reinhauen. Nein, wie gesagt, es reicht ziemlich wenig, werde den Muskelkater los, der Muskel weiß wieder, ah, es geht los, mehr oder weniger, ganz salopp ausgedrückt. Und ist beim nächsten Mal schon wesentlich besser in Schuss und vorbereitet. Außerdem tankt der Muskel ganz viel Wasser. Ihr werdet in den ersten 2 Wochen nach so einer langen Zeit eine ganze Menge an Kilos zunehmen. Aber das sind natürlich nicht Muskeln. Ich habe jetzt in den 2 Wochen 4,5 Kilo zurückgewonnen und sehe schon direkt viel kräftiger aus. Aber es ist letzten Endes nur Wasser, mit der sich mein Körper vollzieht. Vor allem, weil er ganz viele Baustellen hat und jetzt wieder ständig Muskelkater und so weiter. Dadurch kommt so einiges in Wallung und dann seht ihr natürlich so aus, als wärt ihr wirklich bigger by the day geworden. Und das ist ganz toll, vor allem wahnsinnig motivierend, wenn man jede Trainingseinheit im Studio alle 2 bis 3 Tage sieht, dass man doch wieder größer geworden ist und dass die T-Shirts wieder in rasender Geschwindigkeit enger werden. Außerdem muss ich mich an die Ernährung wieder gewöhnen. Ich gehe plötzlich von den Entwicklungsland 1000 bis 1500 Kilokalorien hoch auf 6 bis 8000 Kilokalorien und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und auf einmal kommen auch wieder noch mehr Supplements rein. Auf den Reisen versuche ich immer so zumindest Proteine und Aminosäuren, ein paar Vitamine und Mineralien dabei zu haben. Aber jetzt kommt natürlich wieder die ganze Schippe rein. Und das ist jetzt geschehen. Ich habe jeden Muskel 2-mal trainiert. Das heißt, ich war schon 6 bis 7 Mal im Studio, habe mich jetzt abtrainiert und vorbereitet, um meine wahre Massephase zu starten. Und zwar passend direkt zu Anfang des nächsten Jahres, in ein paar Tagen. Und damit befinde ich mich bereits schon in so einem Makrozyklus. Ein Makrozyklus sagt im Prinzip nur aus, dass wir mehrere einzelne Zyklen aneinanderreihen. Und ein Zyklus kann man mehr oder weniger übersetzen als ein Trainingsplan und ein Trainingssystem und Prinzip, dem ihr nachgeht. Würdet ihr beispielsweise planen, für 4 bis 6 Wochen mehr im Kraftbereich zu trainieren, und das ist der Klassiker mal nebenbei gesagt, und damit Kraft zu tanken, sprich ihr bleibt so zwischen 4 und 8 Wiederholungen in den meisten Fällen, vielleicht geht ihr mal hoch auf 10. Danach lasst ihr eine 4 bis 6 Wochen Phase folgen, in der ihr euch im Hypertrophiebereich bewegt, meistens zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Und dann würdet ihr 4 bis 6 Wochen mehr in dem hochfrequentierten Bereich gehen, also wirklich um die 15 Wiederholungen herum. Das ist ein klassischer Plan, von dem halte ich nicht mehr allzu viel. Das wird aber meistens mit dem Makrozyklus in Verbindung gesetzt. Und natürlich könnt ihr verschiedene Trainingssysteme verfolgen. Mal habt ihr im ersten vielleicht ein Pyramidentraining, im zweiten dreht ihr die Pyramide mal einfach auf dem Kopf und im dritten macht ihr vielleicht HIIT-Training, Heavy-Duty-Training, irgendetwas in der Art. Und natürlich heißt es auch, dass verschiedene Übungen aufeinander folgen und auch das ist wichtig.
Es geht nicht nur darum, immer seine Lieblingsübungen zu machen, sondern seine Lieblingsübungen, und das werden ja nicht umsonst die Lieblingsübungen sein, sondern wahrscheinlich die, mit denen ihr auch am meisten Erfolg habt, die optimal in Szene zu setzen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr euch zurecht macht und schön macht, dafür, dass ihr anschließend auf der Couch vom Fernseher sitzt. Und wenn ihr dann anschließend mal irgendwann einen Tag später rausgeht und in eine Bar oder eine Disco geht, dann auf einmal im Schlafanzug rumlauft. Schlafanzug muss nicht schlecht sein, der ist für bestimmte Zeiten gedacht. Und euer feines Hemd ist natürlich auch für bestimmte Zeiten gemacht. Und genau so ist es eigentlich auch mit Übungen. Wenn ihr also eine Übung habt, nehmen wir mal den Klassiker Bankdrücken, mit der ihr ganz besonders die Brust reizt und aufbaut und Erfolge erzielt, dann sollte das nicht zum Beispiel in den ersten 4 Wochen sein, wenn ihr gerade wieder anfangt. Weil ihr kriegt ja sowieso Muskelkater. Das heißt, ihr verschwendet das ganze Potenzial dieser Übung. Und auch die wird irgendwann in den meisten Fällen und mit den meisten Genetiken da draußen einen Endreiz haben. Das heißt, ihr habt irgendwann keinen großen Aufbau mehr, selbst wenn ihr die Gewichte erhöht mit dieser Übung, und müsst erstmal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also verschieße ich dieses Pulver aber doch nicht in den ersten 4 Wochen, wo ich sowieso Muskelkater habe und wo ich sowieso aufbauen werde und sowieso mein Körper erstmal damit beschäftigt, Wasser zu ziehen und so weiter, sondern optimiere das Ganze und platziere diese Übung genau da, wo ich den größten Schub erwarte, bevor ich auch wieder irgendwann stagniere. Denn ja, wir alle stagnieren ab einem gewissen Zeitpunkt, egal ob ihr da draußen noch irgendwelche Zusätze nehmt oder nicht. Wir kommen immer einer Sättigungskurve an und werden nicht unendlich wachsen können. Und auch da ist es natürlich schade, wenn ich dann die beste Übung zum Schluss habe, mit der ich eigentlich am schnellsten und am effektivsten aufbauen würde. Und das lernen wir jetzt innerhalb der nächsten 6 Wochen. Ihr werdet mich begleiten, wie ich diesen Makrozyklus gezielt einsetze und es schaffe, genau jetzt damit anzusetzen, dass ich den meisten Teil der Masse und der Kraft aufbaue innerhalb der nächsten 6 Wochen. Ich habe meinen ersten Trainingsplan hinter mir, jetzt setzt der nächste an und der dritte Trainingsplan wird bereits schon 4 Wochen später, sprich Anfang Februar, folgen. Und wie die aufeinander aufgebaut sind, welche Übungen und warum das genau für euch auch das Beste wäre, wenn ihr zumindest langfristig, sobald ihr wisst, ihr trainiert mehr als 3 Monate am Stück, so kalkuliert und Trainingspläne aneinander setzt und nach welchem Prinzip ihr das macht, das werdet ihr ja alles mitbekommen. Ich werde heute Nacht die Schultern und den Trizeps noch einmal trainieren und ich glaube, wir sehen uns dann vor allem zum nächsten Rückentraining wieder. Es werden Videos folgen, wo ich meine Trainingseinheiten auch hochlade, quasi so ein Trainingsvlog. Und ich freue mich natürlich ganz besonders immer meine Lieblingsmuskulatur und die, die ich wirklich auch am attraktivsten finde. Und das ist auch mein Aushängeschild, richtig aufzupolieren und am 14.02. das zu präsentieren, was jeder erwartet, nämlich meinen Rücken. Ich liebe die Rückenmuskulatur und ich denke, viele von euch da draußen wahrscheinlich auch. Was ist eigentlich eure Lieblingsmuskulatur? Ihr könnt hier abstimmen in der Infobox. Was ist die geilste Muskulatur für euch? Frage ich doch mal einfach ein paar andere. Wir hören uns jetzt mal ein paar Meinungen an von wirklich Leuten, die es wissen, und von ein paar Profis. Mal sehen, was die dazu sagen. Also mein Lieblingsmuskel bei einem Mann sind schön definierte Oberschenkel. Ich finde, die sagen super viel über seine Fitness aus und dass er auch gerne auf alles achtet beim Training. Der wichtigste Muskel, mein Lieblingsmuskel? Keine Ahnung. Aber der beeindruckendste Muskel beim Mann nach wie vor seit vielen, vielen, vielen Jahren ist mit Sicherheit immer noch der Bizeps. Kein Lieblingsmuskel. Ich bin ja eher anspruchsvoll, ja. Für mich müssen Männer wunderschöne athletische Beine haben. So richtig schön lang, athletisch, sportlich. Mein Lieblingsmuskel bei Männern ist... V-Form ist schon geil, also Rücken, aber mein liebstes Körperteil ist definitiv Schultern. Schultern wie Kanonenkugeln. Schöne Grüße aus einer schönen Runde. Cycling für mich heute, ja. Viel zu viel gegessen an Weihnachten. Ciao. So sieht das Ganze aus. Ein paar Stimmen noch von Experten. So, aber ich mache mich jetzt auf. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge aus diesem Video rausziehen können. Und... ab jetzt offizieller Start. Ihr werdet jetzt öfters was von mir hören. Also, subscribed, den Klingelglocken-Button ebenfalls drücken, der ist ganz wichtig. Hinterlasst mir auch Kommentare und interagiert so viel es geht. Und dann werden wir jetzt zusammen reinwachsen in das Quartal Nummer 1 nächsten Jahres. Bis dahin, macht's gut, lasst euch nicht anquatschen und bleibt am Eisen.